So, wo waren wir stehen geblieben? Also, ich wollte irgendwas erzählen, hab's jetzt allerdings vergessen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder hier bei Assassin's Creed. Gerade ist das Spiel abgestürzt, musste ich neu starten. Das war aber 8 Minuten 56, jetzt bin ich bei 59. Also 10 Minuten ungefähr, 10, 11, 12 Minuten. 59, 9 nach, 12. Ja, sagen wir so 12 nach. Muss es zusammenschneiden, also habe ich jetzt nur 10 Minuten Zeit. Geil. Kommt der F, hier kommt der Evo, hier kommt der Evo, da reitet da da da. Ratam tatari tam 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 tatari tam tam ratap tap 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 pati tam ratatada. Kannst du das bitte mal weitermachen? Ja, bitte. Ah, wenn er zur Seite abbiegt, bremst er, okay. Ist ja auch ein. Ja, ich war mal voll. Wir werden dort sein, Eivor. Ich freue mich. Wenn dies Engler in Rüds Hände fällt. So muss ich jetzt eigentlich hin. Ein Pferd, komm mal mit. Komm doch mal her! Du bist doch schneller als ich. Warum bist du so lahmarschig gerade? Zum Questziel einmal wieder. Diese Stadt gab es auch im alten Rom. Das heißt, ihr könntet doch ein Bruderschaftsgebäude irgendwo sein. Wird aber schwierig, es zu finden, vermute ich mal. Das alte Römerviertel. Ja, also, man wird sehen, ne? Vielleicht kann man ja von hier aus schon. Nee, also ich sehe nichts. Na gut. Let's go, Baby. Wieder so ein Schatzkartensager. Für den gebe ich schon Geld aus. Das ist ein schöner Baum. Da könnte man ein super Haus drauf bauen. Also ein Baumhaus. Was meint sie, das Schloss da vorne? Ernsthaft? Also diese Ruine? Sieht interessant aus auf jeden Fall. Das lässt sich nicht beschreiten. Ich bezweifle, dass mein Tod hat. Immerhin würdet ihr mich nicht mehr einholen können. Seht ihr nicht mehr treffen könnt ihr. Nee, das ist nicht Deck. Okay, ich dachte gerade, das wäre Duck. Danke, die Duck, Duck, Deck. Lasst uns das Feuer entzünden. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reh. Oh, dir Waldes und ich suchen den Hafen ab. Wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. Das ist ein Plan.
Ich hab so meine Wege. Wir halten dir den Rücken frei. Brauch den nicht, ich bin Assassine. Zum Teil. Zum Viertel. Zu 10%. Okay, zu 2%. Nun, dann also willst du Männer ausschalten und das Feuer zu. Nichts leichter als das. Ich muss mich in Acht nehmen. Eigentlich wollte ich gar nicht dahin, ich wollte hier hin. Wenn ich mich hier einmal abseilen kann. Okay, hier ist niemand. Ich kann hier verschieben. Nahrung? Nee. Fuck it. Bräuchte ich mal. Ich habe so wenig Nahrung, da wäre das vermutlich echt nicht blöd. Jetzt sehe ich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob da was ist. Okay, Zeitverschwendung. Man kann die Fackel mitnehmen? Okay, das war die Überraschung. Das war auf jeden Fall eine Überraschung. Brauche ich jetzt nicht mehr weg damit. Ich sollte jetzt keinen Lärm machen. Keiner hier? Ich soll ja nur die Wachen ausschalten, so war das. Nix. Gut, so schwer werden sie es eigentlich schon nicht machen hier. War noch keiner? Doch, da ist einer. Nur der eine? Ja, scheint so. Hey, grüß dich, Kumpel! Ich hab gehört, du magst Attentate. Guck mal hier. Was hat er überhaupt da angekloppt, ey? Okay. Weiter geht's zum Büchelein. Irgendwer hat mich gesehen. Und schon bin ich wieder unentdeckt, glaube ich. Aufwand sorgen. Kämen wir denn dahin? Man sieht sich, ne? Oh, fuck it, jetzt brenne ich! Aber ich habe doch gar keine Heilung. Ihr seid, naja, irgendwie enttäuschend, wenn ich so sagen darf. Wir kommen gerade mal an. Kannst du nicht? Gut, dann greife ich dich an. Kann ich nicht öffnen. Eine Mahlzeit! Kannst du mich nicht angreifen, bitte? Möget ihr im Tode wandeln. Na gut. Und tschüss.
Mann, seid ihr peinlich. Kriegt nicht mal einen einzelnen Wikinger tot. Ich wollte eigentlich gerade blocken. Ich glaube, der ist tot. Hast du mich gerade... Da, wo ich herkomme, gilt das als sehr unhöflich, auf Leute zu schießen. Ich bin aber kein Odin. Und ich gehöre auch nicht zu Odin. Ich bin ungläubig. Oh, was war das denn? Guck mal, ich zeig dir das Fliegen. Ciao. Passt auf, die Ratte kennt viele Kniffe. Kennt viele Kniffe, die Ratte, ja, ja. Aua, schieß mich mal bitte nicht ab. Ich habe hier gerade eine sehr ernsthafte Unterhaltung. Aber guck mal, hier guck mal, ich kann auch ballern. Ich kann sogar besser ballern als du. Sobald das Feuer brennt, sollten die letzten von Ruths Männern kommen. Naja, letzten Ruths Männer und sowas. Ist mir ehrlich gesagt egal, ich will nur das Buch haben. Wann wird die schreiend wegrennt? Ich bin ihr Retter in der Not. Das wäre irgendwie richtig arschig, wenn man es so sehen könnte. Alter, Junge, ich mag das irgendwie nicht. Was ist das? Ah. Hi, ihr Hühner. Aber man kann sie auch immer nur in bestimmte Richtung schieben. Das ist ja interessant. Hallo, hallo, Kreis. Reagierst du bitte? Danke. Buch des Wissens, erhöre mich! Rennen und packen. Das war doch... Ja, die oben. Halte er zum Rennen, Rempel dabei Gegner an, um sie zu packen und hochzuheben. Wirfst du über die Kante oder gegen eine Wand, um extra... Nutze die Normalheit von Gegnern aus, die gegen eine Wand geworfen wurden und erledige sie mit einem besonders verheerenden Angriff. Lass mal sehen. Musst du gegen die Wand oder dann... Alter, Kopfabschlag. Cool. Ach ja, und die Kiste nicht vergessen, natürlich. Oh, yeah, Fähigkeitspunkte, die mache ich später wieder. Ich werde keiner mitkriegen, auf was ich skille. Was geht? Hey, das war ein guter Wurf. So, und was soll ich sagen? Ich hab packen da oben. Ah, da. Ich sehe es, ich sehe es. Gehen wir hier lang. Alter. Ja, schön. Und ich brenne? Nee. Hilfe. Zu viel Gummibären. Odin schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen für das reife East Engler und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag. Du, ich kenne dich nicht. Ist doch besser so. Das musst du. Nach dem heutigen Tag hast du keine Verwendung mehr für Namen. Wer rief nach mir? Warst du es, Waldis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen? Der Kerl ist ein kranker Stalker, Alter. Nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier. Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Engler? Und Waldis zukünftiger Gatte. Oh, das ist ja sauer. Deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von East Engler sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Müsste ich zurück nach
etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist bin? Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das Zehnfache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mach dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich und die Zukunft deines Königreichs. Oh. Geh darauf jetzt nicht ein, Kollege. Ich nehme an. Aber gut, Eivor scheint stolz zu sein. Kampf bis zum Tod. East Engler ist der Preis. Ihr habt es gehört. Es ist eingehaselt. Das Feld ist bereit. Darf ich jetzt den kleinen Kerl? Jetzt Gelegenheit. Führe Waldis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. East Engler braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Nein, er forderte mich. Auf dein Zeichen! König der Scharfreißer! Kein Läufer. Darf ich den Jungen steuern? Bitte. Eivor. Mensch, ich hätte dir mehr beibringen sollen. Nenn mich König, bevor ich dich ausweide. Du kämpfst also dreckig. Und wie viel wollen wir wetten, dass Eivor gleich mitmacht? Befiehlt, dass du stirbst! Oswald! Oh, der sieht ja geil aus. Schweinhunde. Hat er den gerade angespuckt? Oh ne, hat er nicht? Der nimmt den mit? Alter. Der nimmt den einfach mit in den Tod. Los! Jetzt! Auf zur Brücke! Los, los, los! Ja, ich hol mir den Jungen. Soll ich überhaupt hin? Also ich soll auch zur Brücke wahrscheinlich, ne? Piss dich, Junge. Ich bin aber weg. Ja, und ich auch nicht. Was hast du vor, Eivor? Was es auch ist, lass es lieber. Obwohl, naja, könnte auch lustig werden, ne? Oswald könnte überlebt haben, Rüd ebenso. Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Soll ich jetzt hier noch nach dem König suchen? Hätte ich nichts dagegen. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen. Der ist nicht dort. Der lebt noch. Ich schwöre. Ach, nichts mit ruhmreicher Rückkehr. Immer her mit dem Essen. Ja, Leute. Das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ciao, ciao. Hä? Hat er gerade...